So, da sind wir auch wieder. Auf zu dem Türmchen. Die Platte hat noch reichlich Platz. Was mir einmal passiert, das will ich nie wieder haben. So, ihr greift jetzt mal das Türmchen an. Und dann können wir da ganz gemütlich den zerlegen. So, super. Damit sind die Kriegsschiffe auch da, wie es aussieht. Da unten können wir uns vielleicht sogar einen kleinen Brückenkopf aufbauen. Oh cool, eine imperiale Fregatte. Das sieht cool aus. Drei Schiffe sind die gesamte Seestreitmacht, okay. So, da oben ist die Knochengarde unterwegs. Ein paar... Ja, gut. Wow, wow, wow. Okay, das geht mal gut ab. So, kein einziges Schiff aus der Flotte verlieren. Das wird spannend. Das heißt, wir sollten auf dem Landweg sicher auch noch mal ein bisschen angreifen. Das ist wahrscheinlich empfehlenswert. Und da sind noch zwei Mörserschiffe. Das finde ich relativ cool, weil die haben nämlich eine riesen Reichweite. Deshalb heißen die auch so. So, Blinkler und Kavallerie kommen lassen. Damit können wir vielleicht hier auf dem Land schon einiges zerlegen. Jawohl, das geht. Das haben wir schon ziemlich gut zerlegt hier. So, die können hier sich mal um diesen Außenposten kümmern. So, und die Mörserschiffe, die lassen wir jetzt ganz gemütlich ihren Job tun. Da brauchen wir uns nicht zu hetzen. Die Zeit können wir uns durchaus nehmen. Hallo, willst du eine Kanonenkugel ins Gesicht? So, da haben wir nochmal zwei Kanonen. Das heißt, wir können auf der Seite auch noch eine kleine Streitmacht dahin schicken. Was geht denn da? Ja gut, der Schatz ist nicht so toll, dass wir den jetzt unbedingt uns krallen müssten. So, das hätten wir erledigt. Da wird jetzt ganz in Ruhe alles zerlegt, damit wir da keine Probleme mehr haben. Und die uns nicht mehr auf den Senkel gehen da oben. Auftrag. Verstanden. So, die haben keine Bäume mehr zum Klopfen. Guck mal, da sind noch ein paar. Die Mörserschiffe, die laden noch nach. Das heißt, mit denen können wir mal wieder ein bisschen zum Angriff gehen. Hier Breitseite. Das ist schon eine coole Breitseite. Die finde ich voll cool. Was die für ein Feuerwerk verursachen, ist schon spannend. Ja, da gucken sie mal, die Knochengardisten.
Zack, auf die Art kann man die gegnerische Armee auch vernichten. So, jetzt sollten wir die aber mal ein klein wenig zurückziehen, nicht dass die zu viel auf die Nase kriegen. Wir haben hier den Weg für die Armee ein bisschen freigeräumt. Aber dabei sollten wir es auch belassen. So, da oben sieht es schon ziemlich aufgeräumt aus. Wir sollten allerdings nicht zu sorglos mit diesen Geschützen da oben umgehen. Oh, der kriegt auf die Nase von dem Turm. Was ich weniger schön finde. Hier, liebe Maserschiffe, kümmert euch doch mal um diesen Turm. Zack. Jawoll. Schön. So, damit hätten wir den Bereich hier auf jeden Fall auch mal sichergestellt. Und nun werden wir uns hier mal ein wenig mit dem Hauptfeind beschäftigen. Die Maserschiffe werden sich dann darum kümmern. Und diese imperialen Fregatten, die finde ich wirklich sehr cool. Die werden dann auf jeden Fall da bei den Schiffen ordentlich aufräumen. So, da drüben kommt ein bisschen Armee. Da hoffe ich, habe ich mich nicht überschätzt hier. Die Kanonen, die räumen zwar gut auf, aber das ist doch ein ganzer Haufen Leute, der da anrückt. Doch, das geht. Da bin ich guter Dinge. Die kriegen zwar ganz schön auf die Nase unsere Leute, aber wir sind doch überlegen. So, 4 Kanonen können doch schon so einiges ausmachen. So, aber jetzt sollten die sich ein wenig zurückziehen, weil alleine sind die Kavallerie schutzlos ausgeliefert. So, das heißt, da haben wir auch ein bisschen aufgeräumt. Und jetzt können diese sich mal um, oder lassen wir erstmal einen schießen. Ich weiß nicht genau, wie viel Schaden das macht, vielleicht langt das ja schon. Ne, noch nicht ganz. Dann mal der zweite. Oder ist der schon weg, wenn er schon nicht mehr anzielen kann? Wir brauchen auf jeden Fall noch mal ein bisschen Einheitenverstärkung auf der Seite da drüben. Das heißt, wir lassen uns noch mal ein paar Musketiere kommen. Ein paar. Wir wollen es ja nicht übertreiben und so, ne? Kennt ihr ja. Die Kanonen nur zur Sicherheit halber machen sich mal Feuer bereit, sollten die Gegner tatsächlich davor rücken, was ich eigentlich eher nicht glaube. So, der Außenposten, der sollte eigentlich möglichst fix weg. Aber vielleicht ist der schon weg. So, das Dorfzentrum, das kriegen wir. Wir gucken mal kurz in die Ziele. Zerstören Sie Warwicks Marine und sein Dorfzentrum. Das wollen wir doch tun. Das wäre doch super. So, da ist nichts mehr Großes.
Dann können wir gleich auch schon unsere Armee übersetzen lassen. Haben wir da noch einen interessanten Schatz? Ein bisschen Münzen. Ach, ganz ehrlich, ich glaube, die Schätze muss ich jetzt nicht alle heben. Das kostet bloß ewig viel Zeit. So, die sind bald auch soweit hier. Ich frage mich aber gerade immer noch, was mit dem Grenzaußenposten da los ist. Ob der jetzt weg ist oder nicht. Wir machen jetzt auf jeden Fall mal konzentriertes Feuer auf dieses Schiffchen. Das wird gleich sicher nicht mehr stehen. Diese Salve ist einfach zu episch. Ja, und die haben schon wieder einen Riesenhaufen Einheiten ausgebildet, das glaubt man ja nicht. Sind es an der Zahl. Da haben wir noch drei Kanonen. Boah, das wird richtig cool, wenn wir da sieben Kanonen drüben haben. Ja gut, die Einheiten, die lasse ich da jetzt einfach mal oben stehen. Sollte noch mal irgendwo irgendwas Interessantes passieren. Ach, dem John, dem geht's nicht gut. Stimmt ja, da war noch was. So, sind die jetzt fertig? Ne, noch nicht ganz, aber gleich. Schöne Sache. So, John ist wieder fit. Und die haben die Münzquelle leer. Dann bauen sie jetzt eine Plantage, da können sie weiter Münzen sammeln. 25 Musketiere. Super. Warwick, Schiffe sind hier. Dieser Feuerkraft sind wir nicht gewachsen. Wie jetzt? Sind wir nicht? Meinst du? Hoffen wir es. Das doch. So, konzentriertes Feuer auf ein Schiff erstmal. Dann werden wir wahrscheinlich ein Schiffchen jetzt verlieren. Fürchte ich. Das wird wohl nicht ausbleiben. Doch, wir sind der Feuerkraft gewachsen. Warwicks Marine ist erledigt. Konzentriert euch auf das Hauptlager. Wir haben sie doch alle zerlegt. Wo ist das große Problem? Wir haben noch nicht einmal ein Schiff verloren. Weil wir einfach gut waren. So, und jetzt wird gefeuert, was das Zeug hält. Zack. So, wie sieht's denn hier aus? Da haben wir die Leute im Schiffchen. Das heißt, jetzt geht's zum interessanten Teil über. Wir holen nochmal unsere Helden zusammen und schicken die auch rüber. Oh, nein, nein, ich will nicht Schiff verlieren. Das wäre doof. Das wäre jetzt richtig doof, das Ganze zum Ende noch zu verlieren. Jo, okay. So viel dazu. Das Schiff ist da. So, das heißt, mit der Armee können wir jetzt mal hier vorrücken. Und unsere Helden sind auch versammelt, die dürfen jetzt auch noch nachrücken.
Ein Ulan als Begleitung, der gehört natürlich nicht zu den Helden. 7 Kanonen sind schon cool. So, wartet mal Leute, lasst erstmal noch eure Chefs nachkommen. Hey, wer hat euch erlaubt anzugreifen? So, auch im Dorfzentrum, warum nicht? So, und jetzt haben wir sie versammelt. Und Kanonen feuert. Zack, was für ein Gemetzel. Aber nicht den Hauch einer Chance haben wir hier. So, die Schiffe, die will ich jetzt auf keinen Fall mehr riskieren. Ja, es gibt Grund zu jubeln. Aber auf jeden Fall. So. Wir haben es im Prinzip geschafft. Das dürfte jetzt kein größeres Problem mehr sein, das hier noch zu erledigen. Vor allem nicht mit so einem großen Haufen Kanonen. Ja, das gibt auf jeden Fall nochmal einen ganzen Haufen Punkte fürs Konto. Zack. So, gesammelt das Kanonenfeuer auf Gebäude. Ist schon cool. Und gleich haben wir es. Super Sache. Die Sache ist erledigt. Er selbst aber ist entkommen. Ach nee, auch schon wieder abgehauen. Ja, dann wollen wir uns mal die nächste Filmsequenz antun. Von der ich hoffe, dass sie jetzt kommt. Stuart. Es ist dein Onkel. Ich werde ihn dort begraben, wo auch die anderen fielen. Nein, das mache ich. Warwicks Spur ist noch frisch. Er flieht Richtung Westen durch die Prärie. Wir können ihn noch erwischen. Nonaki kommt nicht mit. Das hier wird böse enden und das soll sie nicht mit ansehen. Einverstanden. Du weißt schon über uns Bescheid, nicht wahr? John Black, ich hätte dich nicht als Gemahl für meine Schwester ausgesucht. Sie braucht jemanden, der beständiger ist. Aber sie entscheidet, wen sie liebt, und ich stelle mich nicht zwischen euch. Ah ja. So ist das also. Ein fairer Kerl. So, unsere Heimatstadt ist aufgestiegen. Wir können uns mal wieder neue Karten besorgen. Was haben wir denn hier? Lebenspunkte für die Kavallerie erhöhen. Kriegswagen in Zeitalter 4. 4. Auch für Zeitalter 4. Für Zeitalter 3 die Kulverine gegen Artillerie. Und 3 Mörser sind auch relativ cool. 11 Ulanen, auch nicht schlecht. Was haben wir noch so anzubieten? Indianerverträge. Von jedem verbündeten Stamm Indianer. Eventuell mal zu überlegen. Das hier sind Verbesserungen. Schneller sammeln. Holz. Und Nahrung von Tieren und Bären. Und was haben wir da? Münzen auf Plantagen. Nahrung in Mühlen.
Münzen in Minen. Das ist relativ cool, weil wir haben festgestellt, wir können teilweise wirklich sehr gut zusätzliche Rohstoffe gebrauchen. Ich denke, das habe ich früher als nie so gerne gemacht, weil es mir einfach viel zu langweilig war. Aber ich denke, das könnte wirklich, wirklich praktisch sein. Die Sägemühlen auf jeden Fall. Das für Minen sollten wir auch machen. Und Nahrung hatten wir ja bisher eigentlich die meisten Probleme mit. Ah, ich bin so ein Held. Holz allerdings am Anfang auch relativ viel nötig. So, und dann können wir hier nochmal wieder ein Strolch uns in die Stadt kommen lassen. Und was haben wir dann noch? Ein Trunkenbold. Warum nicht? Ist doch lustig. So. Ich verabschiede mich dann auch für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut!